Die Begriffe, die ändern sich ja mit der Zeit. Früher sagte man geistig Behinderte, dann Menschen mit Behinderung, Mensch zuerst verwendet, Menschen mit Lernschwierigkeiten. Was denken Sie? Braucht man die Kategorie oder welche Bezeichnung ist eigentlich angemessen? Na, also ehrlich gesagt finde ich das eigentlich eine sehr schöne Frage. Also, ja, also ich denke eigentlich, müssen wir eigentlich überhaupt in eine Kategorie überhaupt eingeordnet werden, finde ich. Also, ehrlich gesagt, denke ich halt einfach auch ganz einfach, ja, ich fühle mich ehrlich gesagt irgendwie gar nicht geistig behindert. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie, dann denke ich, so toll wäre, wenn man sagen würde, man ist geistig behindert. Ja, wo ich eigentlich denke, ich würde das irgendwie, ehrlich gesagt, irgendwo diskriminierend irgendwo, dieses geistig behindert. Also, behindert. Also ehrlich gesagt, halt es mit Georg Fäusser, der gesagt hat, geistig behindert gibt es nicht. Und eigentlich finde ich, fühle ich mich gar nicht behindert. Gut, auch wenn ich zwar anders bin, eine Behinderung habe, das Down-Syndrom habe, aber ich meine, wir können da trotzdem ganz, ganz viel und wir können auch wirklich ganz, ganz vieles machen und so. Und ich meine, frage ich mich, da müssen wir doch irgendwo nicht in eine Kategorie irgendwo eingeordnet werden. Ich finde, wir haben einfach einen ganz einfachen Namen. Ne? Wie zum Beispiel, ich heiße Karina Kühne, Malte, Margarete, so wie sie heißen. Ich meine, man kann uns mit einem Namen nennen, finde ich. Ne? Und das denke ich, finde ich das halt viel schöner. Karina, Frank, Margarete.